Ich bin Felix Eckert, ich bin Künstler aus Hamburg und die Künstlerei, das Malen von Bildern ist mein Herz. Ich habe schon immer gemalt und der Weg stand einfach fest. Also. Auch in der Schule haben die immer gesagt, ihr Sohn malt immer. Und dann meine Mutter gesagt, tja. Die ganze Inspiration für meine Malerei kommt eigentlich aus dem Leben. Mich begeistern total formale Dinge, wenn ich so tolle Flüchtlinge sehe oder natürlich auch von Sachen, die mich jetzt politisch in der Welt bewegen. Zum Beispiel der Neger, der mir eigentlich morgens beim Aufwachen erschien, oder man kann es auch weltlich formulieren, ich musste beim Aufwachen an den Neger denken. Und dann war ich noch unter der Dusche, musste immer noch an den Neger denken und das tue ich normalerweise nicht. Und habe dann nachgeguckt, was es denn in der Traumdeutung im schamanischen Bereich eigentlich bedeutet. So ein Neger, weil der war so präsent. Als ich dann nachlas, was der Neger bedeutete, dass es nicht nur Schwarze gibt, sondern auch eine Menge Flüchtlinge, also eine Menge dazwischen. Und ich habe mich so erwischt, weil es war die Zeit, in denen die vielen Flüchtlinge nach Europa, nach Deutschland kamen und die Menschen so gespalten waren. Ja, Flüchtlinge gut, Flüchtlinge schlecht. Und mir fehlte irgendwie noch das Dazwischen, auch in den Zwischen und so. Und das hat mich wahnsinnig bewegt und habe gedacht, ja, machen wir. Und als Erinnerer dafür, mal das, war das ein riesig, als Erinnerer dafür, dass es nicht nur Schwarz gibt. Als ich als Erinnerer dafür dann hier in den Lagern war, da habe ich immer Leute gebracht. Ich habe als Erinnerer dafür Sachen gesammelt hier und kamen dauernd Leute und haben echt was gebracht. Das war toll, es war fantastisch. Haben Handys gebracht, haben Schuhe gebracht, haben mich schon gebracht. Es war also eine tolle Energie und dafür war für mich diese Idee ursprünglich verantwortlich. Mein Atelier ist mein Raum für mich. Das ist mein heiliger, wertvoller Raum und in dem arbeite ich und spiele mit mir. Also was für ein Riesengeschenk, was für ein Riesenluxus, hier Bilder malen zu können, mit mir spielen zu können, kreativ oder lebendig etwas schaffen zu können. Bilder malen zu können, kreativ Bilder malen zu können, wendig Bilder malen zu können. Ich wiederhole mich. Nein, doch. Das ist mein Raum hier und das ist wertvoll. Bäume habe ich nicht, aber ich sehe mich schon irgendwann auf der Terrasse sitzen, in der Sonne sitzen, schießen.